Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Diesmal geht es um das MMORPG Terra. Und ich habe mir jetzt hier schon einen Server ausgesucht. Ich bin nämlich aktuell in der aktuellen CBT, also in der aktuellen Closed Beta. Da gibt es nur einen deutschen Server. Und dann gehen wir jetzt erstmal auf die Charaktererstellung. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Spiel nur mal ganz, ganz kurz gespielt am Anfang, wo das offen war, aber da hat es ja geleckt und geruckelt und alles Mögliche. Da konnte ich das nicht spielen. Deswegen ist das für mich ganz neu. Und ja, hier haben wir die verschiedenen Völker. Einmal die Menschen, dann die Kastanek, die Aman. Jede gibt es dann auch, oder fast jedes Volk gibt es auch als männlich und weiblich. Dann die Popori. Die gibt es nur so. Die sind eh die besten. Dann die Elin, die Baraka und die Hochelfen. So, ich spiele jetzt mal ein Kastanik. Jetzt kommen wir zur Klasse, beziehungsweise zur Klassenauswahl. Hier haben wir einmal den Krieger, Lancer, hauptsächlicher Tank, der Zerstörer, DD, den werde ich spielen. Berserker, auch ein DD. Zauberer, ebenfalls ein DD. Bogenschütze natürlich ebenfalls. Dann der Priester, standardmäßiger Heiler. Und der Mystiker ist auch ein Heiler und er hat noch mehr Unterstützungsfertigkeiten, wie relativ viele Buffs und so weiter und so fort. Ihr könnt das hier unten auch nochmal sehen. Ich werde jetzt den Zerstörer wählen, weil mir der in den anderen Let's Plays, beziehungsweise ich habe mir schon einige Livestreams von der koreanischen Beta angeschaut, nicht von der koreanischen Beta, von dem normalen koreanischen Spiel, und da gefiel mir der Zerstörer recht gut. So, hier haben wir die Charaktererstellung, hier können wir die verschiedenen Erscheinungsbilder auswählen. Nehmen wir einfach mal das, dann können wir das Ganze natürlich auch noch individuell gestalten, mit Kopf, Haarfarbe und so weiter. Dann das Gesicht können wir hier auswählen, inklusive der Hautfarbe, Verzierungen, Tattoos und so weiter. Dann können wir noch in die Detailansicht gehen, können alles Mögliche einstellen. Seht ihr ja. Dann noch die Kleidung. Das ist so eine Art Vorschau. Und dann noch die Stimme. Nehmen wir das einfach mal. Namen. Standardname. Name fertigstellen. Und los geht's. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze so aufgebaut ist. Hier habt ihr nochmal so eine Übersicht, wie man oder wie die Tasten belegt sind. Ich muss mal schauen mit der Grafikeinstellung, weil sonst nehme ich eigentlich nicht vom PC auf. Deswegen kenne ich mich da jetzt nicht so gut aus, aber notfalls drehe ich die Grafik ein bisschen runter, wenn es ruckelig sein sollte. Der Dämmerung. Endlich geht's zur Sache. Habt Geduld. Diese Insel hat die erste Expedition das Leben gekostet. Hochmütige sterben hier früh. Ha! Der, der es wagt, sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Seit ich von der geheimnisvollen Insel hörte, die sich aus dem Meer erhob, träume ich davon, sie zu sehen. Ihr braucht ehrgeizigere Träume. Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt, gibt's auch uralte Schätze. Der perfekte Ort für mich also. Bei den Titanen. Diese Insel ist riesig. Genug geredet. Runter mit euch und meldet euch zum Dienst. Für die Föderation. So, und da geht's schon los. Das Ganze ist, wie gesagt, eine Closed Beta. Das heißt,
alles, was hier drin ist, kann sich noch ändern. Und das ganze Spiel soll, glaube ich, Mitte Mai oder so erscheinen. Also da ist noch ein bisschen Zeit, um was zu drehen. Ja, und ihr seht ja schon, ich habe relativ viele MMOs gespielt, eigentlich so gut wie jedes bezahlte MMO auf dem Markt. Und das ist jetzt das erste MMO, was sozusagen, beziehungsweise das erste Pay-to-Play-MMO, das größere bekannte Pay-to-Play-MMO, was ja sozusagen ein actionorientierteres Kampfsystem benutzt. Also damit will es sich sozusagen ein bisschen von den Genre-Standard ein bisschen abheben. Das Ganze sieht auch sehr, sehr schön aus. Also wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, könnte ich die Grafik wahrscheinlich auch noch höher stellen. Aber lassen wir das so. Ich denke, das ist so ganz okay. So, und dann fangen wir auch mal an. Hier müssen wir erstmal mit der reden. Mit F. Solche Dringlichkeit. Das Ganze benutzt die Unreal Engine 3, soweit ich weiß. Und das Ganze wird von Frogstar vertrieben. Beziehungsweise Frogstar ist der Publisher. Das ganze Spiel gibt es, glaube ich, schon seit einem Jahr oder ein bisschen länger schon in Korea. Ist das richtig? Wie, was? Ich lese mir jetzt hier mal nichts durch. Ich hoffe, das passt so. Mit M machen wir also ganz normal die Karte auf, okay. Und ja, wie sich Frogstar sozusagen verhalten wird, bleibt abzuwarten, denn Frogstar ist eigentlich nicht so bekannt dafür, ja, einen guten Support, Kundenfreundlichkeit und so weiter zu pflegen, denn mit Runes of Magic und so weiter, was die da halt alles gemacht haben und was man da alles so hört, das soll nicht so nett sein, aber okay, warten wir es einfach ab. Ich denke mal, wir müssen jetzt einfach hier nach unten rennen. Da ist auch schon ein kleines Fragezeichen auf der Karte. Und wie ihr seht, die linke Maustaste und die rechte Maustaste sind belegt. Also es hat so ein bisschen was von einem Hack'n'Slay oder so. Hier müsst ihr auch zielen, also das heißt, wenn halt der Gegner hier steht und ihr dahin schlagt, oder beziehungsweise dahin guckt, schlagt ihr auch dahin und trefft den Gegner somit nicht. Eine Brücke. Die Macht des Kerns. Elfen weisen den Weg. So. Hier haben wir auch sowas wie eine leicht transparente Karte, das gefällt mir. Ups, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Da hat es leicht gestockt, warum auch immer. Dann machen wir uns mal auf, einfach mal den ersten Kampf. Ist ja egal, schauen wir mal. Das Ganze wird natürlich jetzt aktuell ein bisschen, ja, überspielt sein, einfach aufgrund dessen, weil doch, denke ich mal, in die aktuelle CBT recht viele Leute reingelassen wurden. Wie ich ja auch. Wie gesagt, ich kenne mich hier jetzt kaum aus in dem Spiel. Also, beziehungsweise ich kenne mich gar nicht aus. Deswegen erwartet nicht zu viel von mir. So, die müssen wir, glaube ich, aber nicht hauen. Aber machen wir das Ganze doch einfach mal. Oh. Die one-hitten wir. Okay. Oh, der verfolgt uns. Ja, das mit dem actionorientierten Kampfsystem finde ich ganz gut, muss ich sagen. Nur was man halt bei der ganzen Sache niemals vergessen darf, ist ein Spiel ohne Endcontent, beziehungsweise wenn da nicht genug Endcontent nachgeliefert wird, da bringt auch das actionorientierte Kampfsystem nichts, denn spätestens nach ein paar Tagen, wenn ihr das halt richtig spielt, ist das actionorientierte Kampfsystem das Normalste der Welt für euch. Ihr sagt halt nicht nach, keine Ahnung, nach 2 Wochen, oh mein Gott, ich kann noch auf die linke Maustaste klicken und der Charakter schlägt dann oder was weiß ich. Also da muss schon mehr geboten werden als das. Es ist natürlich klasse, dass man so ein bisschen versucht, von dem klassischen Hotkey-MMO wegzukommen. So im Sommer erwartet uns ja eh recht viel mit Guild Wars 2, mit Secret World und mit dann auch Terra. Da hatten wir auch schon unser erstes Level up. Ich werde das Ganze, denke ich mal, in so halbstündige Parts aufteilen, je nachdem.
damit das Ganze nicht zu lang wird. So. Da vorne ist... Okay, das, ich schätze mal, das gelbe Symbol auf der transparenten Karte zeigt uns an, dass wir da eine Quest abgeben können. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Und was für mich auch interessant ist, ist, wie das ganze Spiel sozusagen von dem standardtypischen Asia-Grinder ein bisschen wegkommen will. Also, ich bin einer der Leute, die stört das nicht ganz so sehr. Also, ich habe auch Aiden sehr, sehr gerne gespielt. Am Anfang war es zwar ein bisschen hart und da habe ich auch dann kurzzeitig aufgehört, ab Level, keine Ahnung, 40 oder so, weil es mir dann auf die Nerven ging. Aber trotzdem, Aiden fand ich auch ganz gut. Mich stört dieses extreme Grinden nicht, aber halt nur Grinden ist nicht schön. Zumindest, wenn man will, man eine Quest dahinter haben. Das heißt, ja, es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, eine Quest zu inszenieren. Also, klar, man kann natürlich bombastische Videosequenzen oder so abfeuern oder eine persönliche Story, wie Star Wars das jetzt gemacht hat. Aber bei Star Wars ist halt auch ein anderes Thema. Da ist halt Endcontent halt einfach, ja, eigentlich nicht da. Also, da kommt kaum was. Deswegen habe ich es auch direkt schon nach einem Monat aufgehört. Es war halt doch ein besseres Singleplayer-MMO, als dass es ein richtiges MMORPG war, sage ich jetzt mal. Und wenn das Ganze hier halt grundsätzlich darauf basiert, sammle das, finde dies, bringe das dorthin, ja, dann ist das halt so. Viel anders kann man halt nicht machen. Die Leute, die halt immer schreien, ich will andere Quests, bla bla bla. Ja, wenn man ein Spiel halt so aufbaut auf einem Quest-Design, dann ist das halt so. Dann geht das nicht anders. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, andere Quests zu machen. Ihr wollt stark sein, dann übt mehr. Okay, jetzt haben wir hier sowas, Grundausbildung. Irgendwelche Kampffertigkeiten, Fertigkeiten erlernen. Das heißt, die müssen wir hier kaufen. Okay. Das nächste können wir ab Stufe 4, glaube ich, lernen. So, wo ist jetzt mein Skill hingekommen? Auch in der Kampfkunst gibt es Genies. Schauen wir mal kurz. Da haben wir ihn. Das heißt, die werden nicht automatisch reingezogen. Ich schätze, das wird einfach eine Einstellungssache sein. Okay, hier haben wir Beschleunigung. Das ist passiv, okay. Okay, Ausweichrolle. Combo-Attacke, was ist das? Achso, das ist ganz normal, okay. So. Was sagt uns die Karte? Hier können wir mal anders langlaufen. Schauen wir uns mal an, was denn diese lustige Attacke macht. Hiermit können wir, glaube ich, auf Gegner zuschlagen. Ah, ne, da braucht man Mana-Punkte für. Okay, diese Mana- oder Machtpunkte, ich weiß nicht genau, die baut man dann im Kampf auf, zumindest jetzt hier als Zerstörer. Hier kann man dann so durch den durchspringen, oder was kann man damit machen? Ich schaue gleich nochmal kurz nach, was es genau ist. Auf meiner rechten Maustaste liegt Ausweichrolle. Ah, da kann man den Gegner mit ausweichen, okay. Und ja, also, was man dem Spiel halt auf keinen Fall vorwerfen kann, ist, dass es nicht eine gute Grafik hat. Es sieht halt echt richtig, richtig beeindruckend aus für ein MMO. Also, das ist halt echt krass. Da haben sie sich echt Mühe beigegeben. Es beginnt ja auch so langsam mehr in die Richtung zu gehen, dass kommende MMOs gut, also ich sag mal, gut aussehen. Guild Wars 2 sieht auch wahnsinnig gut aus, was man bis jetzt gesehen hat. Dann, was jetzt in den nächsten Jahren oder wann es auch immer rauskommen wird, ist halt Archeage. Das wird halt auch, das habe ich auch schon einiges an Let's Plays der koreanischen Beta gesehen und das sieht auch wahnsinnig gut aus. Das wird auch eindeutig eines meiner Top-Spiele werden, weil das noch viele Sandbox-Elemente vereinigt. Ja, dann rennen wir mal da vorne hin. Normalerweise würde ich jetzt das Interface anpassen, aber das werde ich dann mal irgendwann machen, wenn ich nicht aufnehme. Dann werde ich euch dann auch nochmal verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und so weiter im Optionsmenü zeigen. Ich will euch jetzt einfach mal in dem ersten Part einfach nur mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Sage ich jetzt einfach mal. So.
Und hier müssen wir da rein, da sehen wir sowas Rotes, beziehungsweise so ein, ja, so einen roten Stern oder was auch immer. Was ist das? Warum hat das so ein graues Teil über den Kopf? Ich habe keine Ahnung. Ach so, vielleicht heißt das, dass dann alle kommen. Ich weiß es nicht. Ja, und sollte mir übrigens auffallen, dass bei diesem Let's Play jetzt hier, bei dem ersten, dass irgendwie was nicht passt, von wegen, das ruckelt zu sehr oder so, dann werde ich das vor dem nächsten Let's Play dann auf jeden Fall ein bisschen anpassen, damit das Ganze dann etwas besser läuft, weil wie gesagt, jetzt mit Aufnahmen am Rechner kenne ich mich nicht so gut aus. So, da können wir auch schon mit der reden. Ich habe kurz Zeit für euch. Eine leicht bekleidete Dame. Die Namen sind etwas unscharf, aber gut. Hier haben wir eine... Ah, es gibt auch sogenannte Gildenquests, okay. Da kann ich natürlich jetzt noch nichts machen. Ich bin ja schließlich in keiner Gilde. Da unten sind, denke ich mal, irgendwelche Händlerzelte. Rennen wir da doch mal hin. Und ich stehe halt absolut auf diesen Look, ja, also dieses leicht asiatisch, oder was heißt leicht, es ist sogar eigentlich stark asiatisch mit diesen riesigen Schwertern und das ist halt absolut meins, darauf fahre ich halt absolut ab. Deswegen, wie gesagt, habe ich auch Alien gern gespielt. Hier haben wir Händler, Handelshelfer, das ist, denke ich mal, allgemein Artikel kaufen, da können wir Artikel kaufen, okay. Dann haben wir Waffenhändlerin. Hier haben wir einen Bankier. Oh, da reitet auch schon wer mit einem Mount rum. Taktikausbilder, schauen wir mal, was das ist. Ah, hier kann man neue Fertigkeiten erlernen, alles klar. Die transparente Map finde ich übrigens gut. Die hilft mir sehr. Weil der... Ja, das ist ja eigentlich keine richtige Map, aber das da oben rechts, was so wie so eine Art Kompass aussieht, das habe ich noch nicht so ganz geblickt, was das so ist. Wir haben auch 4 Fragezeichen-Symbole. Die Frage ist nur... Wie rufen wir die auf? Ah, mit Escape. Okay, dann mit Escape. Wenn wir Escape drücken, dann erscheint ein Mauszeiger. Ach, das sind Erklärungen. Okay, mit Escape kommt man dann sozusagen... ist man außerhalb des Kampfmodus. Damit kann man dann mal hier was gucken. Dann haben wir hier Ausruhen. Homunkuli und Läden sind hier gestattet. Das ist, denke ich mal, sowas ähnliches wie die privaten Läden in Ain. Kein Schlachtfeld, das heißt PvP können wir noch nicht machen. Ich hoffe, dass PvP hier relativ groß geschrieben wird, in Anführungszeichen, weil ich bin eigentlich ein großer PvP-Fan. Aber ich bin mal gespannt. Können Verbände kaufen. Was ist das hier? Knopf drücken um verfügbaren Kanal. Da können wir das Radar verbergen. Nachverfolgung. Dann haben wir natürlich hier die Questfenster, das ist klar. Dann hier die Lebensanzeige. Und der Chat. Den können wir ein bisschen nach unten verschieben. Und ein bisschen kleiner machen. Geht das irgendwie? Ja, so können wir den etwas kleiner machen. Das ist ganz gut, weil der Chat interessiert mich aktuell nicht. Da wird eh relativ viel gelabert. So, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Und zwar raus aus der Stadt. Da bin ich runtergefallen. So. Jagd. Aha, sammelt bla. Dann Norokaut. Und Teronit. Was ja ungewohnt ist, ist, dass man kein Tab benutzen muss, um die Gegner aufzuschalten. Dann muss ich mich noch ein wenig gewöhnen. Da haben wir jetzt aber anscheinend irgendwie nichts auf der Karte. Hier sind Ferkel. Das ist ein wenig verwirrend. So, was sind das für Viecher? Das sind Gahila, bla bla bla. Die müssen wir auch töten. Oh! Ganz schön viel Leben.
Toll, ist er mir ausgewichen. Seht ihr? Und da ist er runtergefallen. Also die Animationen sind klasse. Das heißt, wenn ich ausgewichen bin, dann fällt er auch runter. Da habe ich einen Ausrüstungsgegenstand bekommen. Den kann ich aber noch nicht tragen. So. Die Frage ist... Jagd Gilidus, dann Norux und Teronit. Es wird mir auf der Karte aber irgendwie nichts angezeigt. Ich glaube, ich bin schon ein Stück zu weit weggelaufen. Weil das steht nämlich in den zeitlosen Wäldern. Naja, dann rennen wir mal wieder zurück. Ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, ich kenne mich hier jetzt noch nicht aus. Die Closed Beta läuft ja aktuell von diese Woche Freitag. Also, ich glaube, wann hat die angefangen? Heute ist der 30. glaube ich. Oder ist heute der 31. Auf jeden Fall läuft die 3 Tage, also von Freitag bis Sonntag. Da ist irgendeine Patrouille, kann man mit der reden. So viel zu erinnern. So. Schön, dann geh. Da konnte man nur reden, aber das hat nichts gebracht. So, hier sind wir auf jeden Fall in den zeitlosen Wäldern. Ich glaube, hier sind wir auf jeden Fall wieder richtiger. Aber der wird es auch nicht sein, denn ich glaube, die haben alle so ein gelbes Quest-Symbol auf dem Kopf, wenn man das benutzt, oder beziehungsweise wenn man wenn das Quest-Mob sind. Ja, ich habe schon 3 erreicht, klasse. Mhm, okay. Ich mache mal die Karte, die große Karte auf und schau mal. Tja... Okay, die sind da vorne. Das erinnert mich wirklich an Ain. Also mit den sozusagen gehyperlinkten Mobs oder Mobnamen, damit man weiß, wo die sind. Das erinnert mich doch wirklich recht stark daran. Ja, seht ihr, da sind auch so gelbe Dinger über dem Kopf. Mist, da hat er mir die, glaube ich, weggeschnappt. Naja. Egal, einen können wir zumindest looten. Ah ne, können wir nicht. Wir haben keinen Anspruch darauf. Bla bla bla, dann rennen wir da hinten hin. Ja, das Ganze spielt sich zumindest jetzt noch nicht. Natürlich actionreicher als in anderen MMOs, das ist ja ganz klar. Aber nicht so actionreich, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Also, man muss auf jeden Fall stehen bleiben, um halt seine Attacke auszuführen. Was ich gelesen habe, ist, dass es natürlich später einiges an Attacken gibt, die auch im Laufen ausgeführt werden können. Also das heißt, man muss nicht bei jeder Attacke stehen bleiben, aber man kann jetzt nicht, wenn man die linke Maustaste drückt, immer um die Mobs sozusagen herumlaufen, sondern man bleibt dann immer an Ort und Stelle stehen, bis die Attacke vorüber ist. Aber man muss sagen, dass dieses actionorientierte Kampfsystem halt auch eine gewisse tiefere Dynamik in PvP-Kämpfe bringt. Einfach aus dem Grund, weil ich will jetzt nicht behaupten, dass es so anspruchsvoll ist, auf einen Gegner zu zielen, beziehungsweise der halt einem gegenübersteht. Aber es ist halt doch schon ein bisschen schwieriger, als wenn man halt den nur mit Tab anvisieren muss und dann seine Kombos dadurch drückt. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Shooter-Spieler sind da vielleicht ein kleines bisschen im Vorteil, aber ihr dürft euch das jetzt auch nicht so extrem vorstellen. Also, so krass ist das auch nicht. So, da haben wir den Norok. Die eine Quest ist, glaube ich, fertig. Anscheinend ist es so, dass wenn man wenn die Mobs so ein graues Symbol mit so einem weißen Ausrufezeichen über dem Kopf haben, dass die einen sozusagen im Visier haben,
Das ist jetzt bei den Mobs hier natürlich nicht so schlimm, weil die sind, glaube ich, nicht aggressiv. Sonst hätten die bestimmt so einen roten Namen oder so, so wie man das kennt. Da habe ich natürlich das erste Mal verfehlt. Aber später sieht man dann auf jeden Fall, wenn man sozusagen im Visier ist. So, die brauchen wir nicht. Da seht ihr, die gucken den mal dann auch hinterher. So, was müssen wir denn noch? Wir brauchen noch auf jeden Fall einen Nohruk. Danach brauchen wir auch noch Gilhidus. Meine Güte, die Namen sind... Naja. Ich werde jetzt die drei Quests hier machen, werde die fertig machen, werde die abgeben. Und dann beende ich damals erstmal das erste Let's Play. Damit das Ganze nicht so lang wird. Und danach spiele ich dann weiter. Ihr seht mich dann sozusagen in diesen Let's Plays ja, ein bisschen den Charakter hochspielen. Ich kann das Ganze so ein bisschen verfolgen, bis halt die Closed Beta dann am Sonntag irgendwann endet. Der sieht ja lustig aus. Ja, da haben wir ihn erledigt. Dann fehlen nur noch die Gilliduk. Oder Gil... Ach, whatever. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann klicken wir jetzt mal hier drauf. Klicken wir auf diese Typen da. Schauen wir mal, wo die sein sollen. Die sind irgendwo da hinten. Okay. Nein, da wollte ich gar nicht reinspringen. Da ist auch ein Lancer, ihr seht, halt total übertrieben mit dieser riesigen Lanze. Hier wird dann auch anvisiert, wenn ihr das seht. Okay, Stufe 1, angreifen. Es gibt auch wohl in dem Spiel relativ viele Angriffe, die Gegner umschmeißen können. Das wird, glaube ich, bei späteren Bosskämpfen recht wichtig. Wie gesagt, ich habe mir da einige Livestreams von einem koreanischen, von einer koreanischen Version abgeguckt. Beziehungsweise angeschaut. So, da haben wir 2 von 5. Ups. Und 3 von 5. Seht auch, die Gegenstände muss man alle einzeln einsammeln. Das heißt, es geht kein Lootfenster auf, sondern die Dinger liegen wirklich auf dem Boden. Leistungen gibt es natürlich auch. So, kommt, jetzt brauche ich noch einen. Schnappt mir bitte nicht die hier weg. Ich bin mal gespannt, wie die das auch zum Start regeln. Wenn das Ganze live geht. Ich denke, Serverprobleme bzw. halt Warteschlangen kann man nie umgehen. Beziehungsweise Guild Wars versucht das Ganze eigentlich richtig. Also, oder macht das Ganze richtig. Denn, oder beziehungsweise Guild Wars 2. Denn die nutzen sozusagen ihr altes System ein bisschen und haben das ein bisschen umgemogelt. Dadurch, dass es bei Guild Wars ja keine, Guild Wars 2 keine klassischen Server mehr gibt. In Guild Wars 1 gab es ja auch nur die Distrikte. Wird man sozusagen zeitweilig in einen anderen, ich nenne es jetzt einfach mal Distrikt verschoben, wenn man sich einloggt. Die Fortschritte bleiben erhalten und sobald dann auf dem Distrikt, wo man ursprünglich drauf joinen wollte, ein Platz frei ist, wird man sozusagen... Free-Flow-mäßig, ohne dass man was merkt, rübergeschoben. Also das ist ganz gut, aber mal sehen, wie sich das Ganze in der Praxis zeigt. Star Wars wollte die Warteschlangen ja auch umgehen, hat es ja auch nicht geschafft. Aber mein Gott, es ist ja nicht so schlimm. Das legt sich ja alles nach spätestens 2 Wochen wieder ein bisschen. Hier kriegen wir auch schon unsere erste neue Waffe. Verankerungen gibt es natürlich auch. So, legen wir die doch mal an. Schauen wir mal kurz. Können wir auch jetzt schon anlegen. Hier haben wir auch die anderen Sachen, die wir noch anlegen könnten. So, und dann gehen wir mal unsere anderen beiden Quests abgeben und dann mache ich hier erstmal ein Ende. So, hier kriegen wir Gold, ein Glücksei. Okay, das kann man wohl mit irgendwas kombinieren. Da gibt es noch ein Level-Up. Ihr müsst Hilfe brauchen.
kaufen wir uns jetzt nochmal die paar neuen Skills. Upsala. Die paar neuen Skills, die wir kaufen können. Oder? Haben wir ja gar keinen, der uns helfen kann. Doch, Waffenausbilder vielleicht. Haltet immer euer Wort. So, hier haben wir jetzt noch eine neue Attacke gelernt. Gibt es natürlich auch Upgrades für die verschiedenen Attacken. Und ich würde erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei meinem ersten Terra-Let's Play. Und wir sehen uns dann in den anderen. Also bis dann.